Dr. Dietmar Takt, Videokolumne Nummer 13, November, Dezember 2020. Takt 92 bis 95 der Ouvertüre zu Gioachino Rossinis Oper Il Barbiere di Siviglia. Zur Einführung. So ist denn zu fragen, ob jene Figur der Musik an jener Stelle akzidentiell oder substanziell ist und ob jene zahlreichen Verzierungen, Auszierungen, Triller und Vorschläge in der Musik Rossinis zur Substanz der Musik gehören oder eben ornamentales Beiwerk sind. These. Sofern anzunehmen ist, dass die Substanz der Musik aus der Melodie und deren harmonischem Grundgerüst besteht, so haben wir hier die ersten vier Takte des Seitenthemas der Ouvertüre stehend in der Paralleltonart der Ouvertüre in G-Dur. Dieses G-Dur bewegt sich hier in der denkbar harmonisch einfachsten Wendung von der Grundtonart hin zur Dominante, D-Dur hier als Dominant-Septakkord. Auf die zweite Zählzeit des letzten Taktes dieser Phrase erklingt jedoch in den ersten Violinen, die ansonsten die ganze Passage gar nicht spielen, diese kurze Figur. Und so wäre die Frage, ist diese Figur substanzieller Teil der Musik? Nach dem Leipziger ist hier eher davon zu sprechen, dass Wirkung und Ursache der Musik in ihr Gegenteil verkehrt seien. Antithese. Doch dem entgegen sagt Schreiber, dass die Verzierung der Umfärbung eines geradlinigen Melodieverlaufs zum Eigentlichen geworden sei und dass die Melodie ohne jede Zutat in den Zustand des Zweideutigen und Uneigentlichen gerate. Zur Disputatio. Zunächst ist diese Figur im harmonischen Ablauf der Oberstimme zu sehen. Wir haben diese Wendung hin nach D-Dur, der Dominant-Tonart. Die Melodie aber verharrt auf den ersten beiden Zählzeiten des letzten Taktes auf Gis, der übermäßigen Quarte der Dominant-Tonart, und löst sich erst auf die dritte Zählzeit des Taktes hin zu deren Quinte auf A. Aus diesem Spannungsgefüge von harmonischer Anspannung und Entspannung heraus speist sich die Bewegungsenergie für diese Figur in den ersten Violinen. Nämlich die umspielt ebenso, wenn auch anders gesetzt, einen der Töne des Zielakkords, nämlich dessen Grundton D. Hiermit wird die Spannung des einen auf das andere übertragen. Aus dieser Spannung heraus entwickelt sich die Dynamik und somit die Bewegungsenergie für dieses kurze Melodiefragment. Und zugleich muss man die rhythmische Struktur der Musik beachten. Die baut sich auf aus einfachen Vierteln in der Begleitung, dem Nebeneinander von Halben und Viertel zunächst in der Melodie und dann diesen punktierten Achteln mit 32 hinten dran gehängt, doppelt punktierten Achteln. Und dann wieder Halbe und Viertel. Und was ist in den ersten Geigen? Sechzehntel. Und diese Sechzehntel sind eine weitere rhythmische Ebene, eine weitere Ebene musikalischer Zeitstruktur, die hier hochvirtuos eingefügt wird und als etwas, was einerseits Energie aufnimmt, potenziert und wiederum auch musikalischen Fluss vorantreibt, ausgehend von dieser harmonischen Binnenspannung
der Melodieführung und des harmonischen Gerüsts und die somit substanzieller Bestandteil der Musik sein muss. Wenn Sie noch Fragen dazu haben, takt@deutscheoper.berlin.